Mein Name ist Gustav Peter und ich bin Schauspieler vom Beruf, ja. Ich will euch heute ein Märchen erzählen und hier meine Freunde, die spielen dazu den Groove. Es ist eine Geschichte von Tieren, aber auch von Menschen dazu. Denn die Bremer Stadtmusikanten, oh, die hatten damals nichts zu tun, ja. Oh, ein Hund und ein Esel und ein Hahn und eine Katze. Dazu noch drei Räuber, oh, alle passen in diese Geschichte rein, yeah. Es ist eine Geschichte von Tieren, Tieren, Tieren und von vielen Menschen auch. Denn die Bremer Stadtmusikanten, für die gab's leider kein Gebrauch. Oh. Ja, mein Name ist Gustav Peter und ich bin Schauspieler vom Beruf, möchte ich gerne sein, ja. Oh, und ich bringe euch hier jetzt eine Geschichte, das kann ich euch sagen. Und hört gut zu, die macht Mut. Tell it, baby! Liebe Freunde, wir erzählen euch jetzt eine Geschichte, ein Märchen. Und hört gut zu, denn diese Geschichte, die macht Mut. Ja, ja. Es war einmal ein Mann, der hatte einen Esel, welcher schon lange Jahre unverdrossen die Säcke in die Mühle getragen hatte. Nun gingen aber die Kräfte des Esels zu Ende, sodass er zur Arbeit nicht mehr taugte. Da dachte der Herr daran, ihn wegzugeben. Aber der Esel merkte, dass sein Herr etwas Böses im Sinn hatte, und darum lief er fort und machte sich auf den Weg nach Bremen. Dort, so meinte er, könnte er ja Stadtmusikant werden. Thank you.
Als er schon eine Weile gegangen war, fand er einen Jagdhund am Wege liegen, der jämmerlich heulte. Warum heulst du denn so? Sag an, fragte da der Esel. Ach, sagte der Hund, weil ich alt bin und jeden Tag schwächer werde und auch nicht mehr auf die Jagd gehen kann. Deshalb. Naja. Deshalb will mich mein Herr vom Hof jagen. Und er will mich da totschießen. Da habe ich Reis ausgenommen. Aber womit soll ich denn nun mein Brot verdienen? Hm? Weißt du was, sagte da der Esel. Ich gehe nach Bremen und werde dort Stadtmusikant. Komm mit mir und lass dich auch bei der Musik annehmen. Ich spiele die Posaune und du das große Saxophon. Und ja, da war der Hund mit einverstanden und so gingen sie zusammen weiter. Es dauerte nicht lange, da sahen sie eine Katze am Wegrand sitzen und die machte ein Gesicht wie 1000 Tage Regenwetter. Thank you.
Was ist dir denn in die Quere gekommen, alter Bartputzer? Fragte der Esel. Wer kann da lustig sein, wenn es einem an den Kragen geht? Antwortete die Katze. Weil ich nun alt bin, meine Zähne stumpf werden und ich lieber hinter dem Ofen sitze und spinne, als nach den Mäusen zu jagen, hat mich meine Herrin ersäufen wollen. Ich konnte mich zwar noch davonschleichen, aber nun ist guter Rat teuer. Wo soll ich jetzt hin? Geh mit uns nach Bremen, sagten der Esel und der Hund. Du verstehst dich doch auf die Nachtmusik. Da kannst du Stadtmusiker werden. Oh, der Katze gefiel die Idee. Und so gingen sie gemeinsam weiter. Als die drei so miteinander durch die Lande streiften, kamen sie an einem Hof vorbei. Da saß der Haushahn auf dem Tor und schrie aus Leibeskräften. Du schreist einem Jahr durch Mark und Bein, sprach der Esel. Was hast du denn nur? Die Hausfrau hat der Köchin heute Morgen befohlen, mir heute Abend den Kopf abzuschlagen. Morgen am Sonntag, also heute, haben sie Gäste, da wollen sie mich in der Suppe essen. Nun schrei ich aus vollem Hals, solange ich noch kann. Thank you.
Ei, was, sagte der Esel. Zieh lieber mit uns fort. Wir gehen nach Bremen. Etwas Besseres als die Suppe findest du überall. Du hast doch eine gute Stimme und wenn wir zusammen musizieren, ja, dann wird es gar herrlich klingen. Dem Hahn gefiel der Vorschlag sehr und so gingen alle vier zusammen fort. Sie konnten aber die Stadt Bremen nicht an einem Tag erreichen. Und so kamen sie abends in einen Wald, wo sie übernachten wollten. Der Esel und der Hund legten sich unter einen großen Baum. Die Katze kletterte auf einen Ast. Und der Hahn flog bis in den Wipfel hinauf, wo es am sichersten für ihn war. Ehe er aber einschlief, sah er sich noch einmal nach allen vier Windrichtungen um. Und da bemerkte er einen Lichtschein. Er berichtete seinen Gefährten, dass in der Nähe ein Haus sein müsse, denn er sehe ein Licht. Der Esel antwortete: So wollen wir uns aufmachen und hingehen, denn hier ist die Herberge ja schlecht. Der Hund meinte, ein paar Knochen und etwas Fleisch könnte ihm auch gut tun. Also machten sie sich auf den Weg, woher das Licht schien. Bald sahen sie es heller schimmern und es wurde immer größer, bis sie vor ein hell erleuchtetes Räuberhaus kamen. Der Esel, als der Größte, näherte sich dem Fenster und schaute hinein. Was siehst du, Grauschimmel? Fragte der Hahn. Was ich sehe? Antwortete der Esel. Ich sehe einen gedeckten Tisch mit schönem Essen und Trinken, aber da sitzen Räuber rundherum und die lassen sich's gut gehen. Oh, das wäre was für uns, sprach da der Hahn. Und da überlegten sich die Tiere, wie sie es anfangen könnten, die Räuber hinauszujagen. Endlich hatten sie eine Idee. Der Esel stellte sich mit den Vorderfüßen auf das Fenster. Der Hund sprang auf des Esels Rücken. Die Katze kletterte auf den Hund. Und zuletzt flog der Hahn hinauf und setzte sich der Katze auf den Kopf. Als das geschehen war, fingen sie auf ein Zeichen an, ihre Musik zu machen. Der Esel schrie, der Hund bellte, die Katze miaute und der Hahn krähte. Darauf stürzten sie durch das Fenster in die Stube hinein, sodass die Fenster klirrten. Die Räuber aber fuhren bei dem entsetzlichen Geschrei in die Höhe. Sie meinten, ein Gespenst käme herein und sie flohen in größter Furcht in den Wald hinaus.
Als die Räuber fort waren, setzten sich die vier Gesellen an den Tisch und jeder aß nach Herzenslust von den Speisen, die ihm am besten schmeckten. Als sie alle satt waren, löschten sie das Licht aus und dann jeder suchte sich eine Schlafstätte nach seinem Geschmack. Der Esel legte sich auf den Mist, der Hund hinter die Tür, die Katze auf den Herd bei der warmen Asche und der Hahn flog auf das Dach hinauf. Und weil sie so müde waren von ihrem langen Weg, schliefen sie auch bald ein. Nach Mitternacht sahen die Räuber, dass kein Licht mehr im Hause brannte. Alles schien ruhig. Da sprach der Hauptmann: Wir hätten uns doch nicht ins Bockshorn jagen lassen wollen. Also schickte er einen Räuber zurück, um nachzugucken, ob noch jemand im Hause wäre. Der Räuber fand alles still. Er ging in die Küche und wollte ein Licht anzünden. Da sah er die feurigen Augen der Katze und meinte, es wären glühende Kohle. Und da hielt er ein Schwefelhölzchen daran, auf das es Feuer fangen sollte. Aber die Katze verstand keinen Spaß, oh nein, sprang ihm ins Gesicht und kratzte aus Leibeskräften. Da erschrak er gewaltig und wollte zur Haustür hinauslaufen. Aber der Hund, der da lag, der sprang auf und biss ihn ins Bein. Der Hahn aber, der von dem Lärm aus dem Schlaf gerissen wurde, rief vom Dach herunter: Kikeriki! Als der Räuber den Hof am Misthaufen vorbeirannte, da gab ihm der Esel noch einen tüchtigen Schlag mit dem Hintern. Da lief der Räuber, was er konnte, zu seinem Hauptmann zurück. Der Räuber hatte aber Arthrose und es dauerte ein bisschen länger. Als er endlich angekommen war, rief er: Oh mein Gott, in dem Haus, da sitzt eine gräuliche Hexe. Die hat mich angefaucht und mir mit ihren langen Fingern das Gesicht zerkratzt. An der Tür, da steht ein Mann mit einem Messer, der hat mich ins Bein gestochen. Auf dem Hof, da liegt ein schwarzes Ungetüm, das hat mit seinem Holzprügel auf mich eingeprügelt. Aber oben auf dem Dache, da sitzt der Richter und der rief: Bringt mir den Schelm hier! Von nun an getrauten sich die Räuber nicht mehr ins Haus zurück. Den Bremer Stadtmusikanten,
Den aber gefiel's so gut, dass sie nie wieder hinaus wollten. Ja, nun waren sie ja eigentlich nicht unterwegs, um nur rumzusitzen, sondern sie wollten ja auch nach Bremen, um Stadtmusikanten zu werden. Und für Langeweile hatten sie ja keine Zeit. Deswegen fingen sie an zu proben. Für den großen Auftritt an der großen Stadt Bremen. Als sie so probten, hörten das auch die Räuber, und da die sehr müde waren, immer von der Polizei gesucht und gejagt zu werden, meinte der Hauptmann: Da die Stadt Hamburg ja voll ist von G20, lass uns doch auch nach Bremen gehen. Es wäre wohl am besten, wenn wir mit der Räuberei ganz aufhören würden und stattdessen gemeinsam mit den Tieren nach Bremen zu gehen als Stadtmusikanten. Boah, das fanden alle toll, ne? Ja, ja. Also trauten sich die Räuber wieder dem Haus zu nähern, und der Hauptmann klopfte sehr vorsichtig an die Tür. Vorsichtig. Der Esel, der ein bisschen sauer war, weil er mitten in seinem Solo unterbrochen wurde, öffnete, und als er die Räuber sah, wollte er die Tür gleich wieder zuschlagen. Was habt ihr Räuber hier zu schaffen? Sagte er. Der Hauptmann antwortete: Wir wollen auch Musik machen. Da klingelte ein Handy. Keiner von den Tieren hatte jemals ein Handy gesehen. Es musste also von den Räubern sein. Aber wer von den Räubern hatte ein Handy? Nein, die waren alle schon geklaut. Ja. Also musste es jemand sein, ganz weit im Wald, bei der Hexe, wo die grünen Bäume blühen und Hänsel und Gretel seit 4630 Jahren darauf warten, dass sie gebraten werden. Auf keinen Fall, sprach der Esel. Ihr seid Räuber und wollt uns bestimmt nichts Gutes. Ihr wollt doch nur wieder in euer Haus zurück. Und wer weiß, ob ihr überhaupt musikalisch seid. Oh, da sprach der Hund. Da hast du recht, lieber Esel. Aber bitte, lass die Leute rein. Wir brauchen hier ja ein bisschen Hilfe. Es klingt ja nicht besonders gut, so wie es jetzt ist. Ich weiß nicht, meinte der Esel. Aber hallo, sagte die Katze, lass uns den Räubern eine Chance geben, uns zu beweisen, dass sie uns nichts Böses wollen. Ich habe sowieso ein wenig Probleme mit den hohen Tönen. Da kann ich schon Hilfe gebrauchen. Top, sagte der Hahn. Ich finde es nämlich echt schwierig, ohne Rhythmusgruppe zu singen und zu spielen. Komm bitte rein und macht mit. Okay, sagte da der Hauptmann. Wir sind alle bereit, mit der Räuberei aufzuhören. Wir wollen viel lieber Musik machen. Nachdem alle genügend geübt hatten, gingen sie auf die große Reise gemeinsam nach Bremen. Auch wenn sie von ihrer früheren Umgebung immer als alt und abgenutzt angesehen worden waren, um dort als Stadtmusikanten zu arbeiten, so war ihr erster Auftritt gleich im großen Konzertsaal die Glocke. Der Esel, der Hund, die Katze, der Hahn und die Räuber, alle zusammen. Und weil sie so tolle Musiker sind und so viel Spaß haben beim Musizieren, haben sie bis heute nicht aufgehört und spielen immer weiter.
eine Katze, ein Hund und ein Esel. Und dazu noch ein Hahn. Keiner wollte mehr mit ihnen zu tun haben. Sie waren zu alt und hatten nicht mehr viel zu geben. Oh, der Esel aber wollte sich nicht in sein Schicksal ergeben. Als Stadtmusikant, ja, so wollte er leben. Mit Hahn und Räuber, Katze und Hund, gingen sie alle zusammen in die Glocke in Bremen. Wir sind cool, wir sind die Stadtmusikanten. Immer unterwegs zu noch einem tollen Jazzkonzert. Oh yeah! Well, well, well. Ja, ja, das war unsere Geschichte. Und wer weiß, wahrscheinlich reisen unsere Stadtmusikanten noch heute. Jeden Tag von Stadt zu Stadt. Von Konzert zu Konzert. Wir sind cool. Wir sind die Stadtmusikanten. Immer unterwegs zu noch einem tollen Jazzkonzert. Räuber auf,
Christian Peter Welle. Eva Klesse. Eva Kruse. Arne Janssen. Shannon Norbey. Hildegard Neusset. Und Nicole Johansson. Die Bremer Staatsmusikanten. Und Nils Lachgräf. Vielen, vielen Dank. Dankeschön.